Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Puppenhaus-Video. Ich zeige euch heute wieder vier neue Hefte. Wir starten heute mit 48 bis 51 und wir haben tatsächlich echt viele Kleinigkeiten dabei. Machen ein bisschen weiter in der Schublade von Winnie Pooh. Hier sind auf jeden Fall so Leisten dabei und wir machen uns an Kleinarbeiten. Wir haben hier Sachen für Bücher. Ja, ich finde das wirklich echt spannend. Und es war in diesem Karton auch ein neuer Ordner dabei. Das ist jetzt Ordner Nummer 3. Also langsam füllen sich die Dinger gut mit den Heften, aber die braucht man dann auch. Und ja, können uns das bekleben jetzt mit der Nummer 3. Diese Zahlen sind immer wieder hier mit dabei. So, die sind immer mit dabei. Und ja, jetzt, falls man wahrscheinlich die anderen irgendwie verliert oder so, kann man die dann immer wieder neu oder doppelt oder dreifach bekleben? Ich weiß es nicht. Ja, warum die immer wieder dabei sind, vielleicht sind die Leute wirklich ein bisschen, dass sie das immer gerne verlieren. So, ich klebe das jetzt mir hier auf. Das ist gerade das oder schief, ist egal. Es ist Ordner Nummer 3 und dort kommen dann die neuen Ausgaben rein. Genau, und ich würde jetzt sagen, nicht lang schnacken. Wir schauen jetzt in die Ausgaben nochmal rein und gucken, was uns erwartet. Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Puppenhaus-Video. Ich hoffe, ihr habt Lust mit mir heute wieder die neuen Hefte auszupacken. Ich habe hier Ausgabe 48 bis 51 und da werden wir jetzt mal ein bisschen reinschauen. Falls ihr Geräusche im Hintergrund hört, mein Mann spielt Gitarre und übt Gitarre. Also ja, tut es mir leid, wenn ihr da ein bisschen vielleicht was hört im Hintergrund, aber das ist halt Family Life, so ist es. So, und da waren wieder ordentlich viele Sachen drin und die möchte ich euch natürlich zeigen. Zu jedem Heft, ich habe hier ein paar Leisten, ich habe ein Bücherregal, eine Lampe und hier war noch was für die Treppe und ein Bärchen dabei und was für Ariels Badezimmer. Und da gucken wir jetzt tatsächlich mal nach und nach rein. Wir schauen uns als allererstes jetzt Heft Nummer 48 an und in der 48 haben wir die zwei Leisten für die Winnie Pooh Schublade, genau. Die kommen jetzt hier nochmal hier in die Schublade. Wir sind ja fast fertig mit der Schublade. Und wir bauen den Leuchtturm von Donald. Da freue ich mich auch schon drauf. Das machen wir ihn gleich zusammen. Also mehr ist da gar nicht drin in dieser Ausgabe. Das war bei diesen beiden dabei. Genau. Und hier ist dann noch so ein altes Goofy-Poster. Ich liebe ja diese alten Goofy-Filme. Die sind einfach so, so cool. Die machen immer Spaß zu gucken. Und der Kommentator ist immer sehr, sehr witzig. Ja, dann ist hier nochmal die Geschichte von Bernhard und Bianca im Wasser. Also hier ist nochmal ein bisschen so vom Film, ne? Da war der viel Wasser, es hat viel geregnet in diesem Film. Die waren am Mississippi, hier in diesem alten Dampfer, dann irgendwie mit dieser Nachricht im Wasser, dann nachher nochmal hier in dieser Höhle. Also das war schon sehr, sehr, sehr aufregend und sehr spannend. Ich muss ja sagen, Bernhard und Bianca, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Aber sehr, sehr düster. Also für Kinder schon gruselig. Also ich hatte damals die LP, also die Schallplatte, und haben das so gerne gehört, ne? Also ich vermisse das manchmal richtig. Ich würde die einfach gerne wieder hören, aber ich habe leider keinen Plattenspieler. Und ich weiß auch nicht, ob diese Platte noch existiert. Aber ich habe noch ein paar Disney-Platten tatsächlich. Ja. So, dann ist hier einmal über die Monster-Uni 2013 erschienen, im Juni in den USA, bei uns 2 Wochen später im Juni, also ziemlich zeitgleich. Ja, ich habe tatsächlich den nie gesehen. Ich muss ehrlich gestehen, Monster-Uni ist an mir vorbeigegangen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ihn gesehen habt und ob ihr findet, dass man den sich anschauen muss. Also definitiv steht er nochmal auf meiner Watchlist. Dann Toy Story 3 aus 2010. Das kann ich mir auch noch nicht, gar nicht vorstellen, dass 2000, ja, also der schon 20 oder 23 Jahre jetzt alt ist. Ich habe den noch mit meiner Mama im Kino gesehen. Habe ich angefangen, in dem Jahr im Kino zu arbeiten. Und wir haben den zusammen im Kino gesehen. Im Juni erschien und im Juli bei uns, genau. Und ich erinnere mich einfach noch so daran, wie meine Mama und ich im Kino saßen und wir haben Händchen gehalten, als die Toys dann in der Schrottpresse, in der Verbrennungsanlage an diesem Band Händchen hielten und Lotso, dieser gemeine Plüschbär, einfach nicht den Stoppknopf gedrückt hat.
Ja, das werde ich ihm nie verzeihen. Also Lotso, einer der fiesesten Bösewichte. Ich mag ihn überhaupt nicht. Bin gar kein Lotso-Fan. Auch überhaupt nicht von Villains Charakter her. So gar nicht. Obwohl er fies ist, ich mag ihn trotzdem nicht. Also gibt es andere Bösewichte, die ich besser finde. Hier nochmal über die Unglaublichen 2. Nochmal so ein bisschen über die Charaktere. Ja, über die Superhelden. Und wie sie über verschiedene Dinge da darüber berichtet haben. Genau, das war alles so in Heft 48. So, das ist jetzt nicht sonderlich schwer. Wir haben hier den fertigen Leuchtturm. Der sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Tolles Detail und ja, ist einfach voll süß. Ich liebe den, also jetzt schon. Ich mag ja eh so das Maritime und es erinnert mich total an das Newport Bay, in dem wir vor einem Jahr geschlafen haben mit meinen Eltern. Das war eigentlich toll. Ich würde gerne mal wieder ins Newport Bay. Mal gucken, ob ich irgendwann mal wieder die Chance habe. So, hier ist jetzt dieses kleine Teil für die Batterie. Da kommt die Batterie rein, dieses kleine Batteriefach. Ich habe hier auch eine Batterie dabei. Da kommt eine CR1632 rein, also die kann man auch ganz einfach nachkaufen. Ich kaufe sowas immer im Rossmann. Ja, die wird jetzt hier reingeschoben, wenn ich das richtig verstanden habe. So ähnlich wie die mit der Peter Pan Lampe. Ah ja, guck mal hier, ich brauche das einfach nur so ein bisschen drücken und dann kommt das rein. Yay, das Licht leuchtet. Genau, und dann wird nur noch das hier aufgesetzt. Ich glaube, ich würde es auch nicht festkleben, weil man muss ja die Batterie austauschen können. Ne? Genau. Und da muss jetzt der Knopf durchgucken. Das ist wichtig. Und dann kann man den ein- und ausschalten. Und dann leuchtet er. Ich glaube, wir können es jetzt gar nicht sehen, weil es nicht dunkel genug ist. Aber ich werde euch einblenden, wie das nachher aussieht, wenn es dunkel ist. Also sehr, sehr süß. Das war's schon. Also das ist jetzt die Schublade. Die haben wir ja beim letzten Mal bearbeitet. Ich zeige es euch nochmal. Hier ist jetzt dieser kleine Inlay von Winnie Pooh. Hier ist die Tür. Der kommt noch die Tür rein. Wir haben die Treppe eingeklebt. Und haben hier die ersten Balken aufgesetzt. Und diese beiden Balken, die sollen jetzt hier rechts und links rauf. Einmal hier, wo die Treppe ist, soll einmal eine rein. Ich gucke mal, wie das ausschaut. So. Und die andere soll auf die andere Seite. Und das abdecken. Ja, weil das wird ja nachher eine Art Schublade. Ne? Wir schieben das ja rein und raus aus dem Häuschen. Und dafür ist das dann ganz cool. Ja, so, mein Holzleim und los geht's. Was ihr hier beachten müsst, ist, dass die nicht gleich lang sind. Ihr seht, einer ist kürzer als der andere, wenn die hier mal so anhält. Und das heißt, der kürzere ist Nummer C, der kommt auf diese Seite. Ja, der würde hier auch drüber gucken. Und der andere kommt auf die andere Seite. So, mir ist jetzt gerade noch hier aufgefallen, dass sie hier ein bisschen abgerundet sind. Die eine ist so eckig und die andere Seite ist abgerundet. Ich gehe mal davon aus, dass die abgerundete Seite nach außen kommt. Aber hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht. In Heft Nummer 49 haben wir die zwei weiteren Leisten von der Winnie-Pooh-Kiste und schließen damit das dann auch ab. Und hier habe ich dann nochmal richtig süß Kleinigkeiten von, ich zeige euch das auch gleich nochmal in nah an, vom Badezimmer. Das ist einmal ein Ariel Badezimmerschrank, ja, ich kam nicht auf das Wort, Shelf. Und hier sind auf jeden Fall so kleine Parfümfläschchen. Hier ist noch einer drin, den lasse ich jetzt da erstmal drin. Und kleine Shampooflaschen, hier wie Ursulas Schneckenhäuschen und hier so kleine Parfümdöschen. Sehr, sehr süß und alle auch ein bisschen unterschiedlich, außer die. Die sehen gleich aus, die anderen sind alle ein bisschen unterschiedlich. Ja, sehr, sehr süß. Ich liebe ja diese kleinen Miniature-Sachen total. Genau, Flakons, Parfüms und Duschgele und das Regal dazu. Dann schließen wir mit der Kiste ab. Und hier ist dann einmal noch meine Geschichte über Dornröschen von 1959. Nochmal ein bisschen über die Geschichte selber, wie die dazu gekommen sind, warum, weshalb, wieso, die Umsetzung hier, Produktion. Also das ist bestimmt super interessant. Ich finde ja, über von Dornröschen fehlt mir auch so ein bisschen nochmal mehr in Disneyland Paris, auch wenn das Disney-Schloss ja das Sleeping Beauty-Schloss ist. Fehlt mir aber so ein bisschen nochmal Sleeping Beauty, ein bisschen mehr noch dazu. Ja, hier dann nochmal so ein bisschen, dass sie aus dem Ballett adaptiert haben. Hier die berühmte Tanzszene, die Filmmusik. Hier nochmal so ein bisschen über die Helen Stanley, die live getanzt hat für die Bewegungen der Aurora. Ja, hier dann nochmal der Epic-Kampf zwischen Malefiz und Prinz Philipp. Auch mega
Also wir haben ihn letztens erst wieder gesehen. Er ist so toll, wirklich. Also wenn man bedenkt, dass in allen anderen Disney-Filmen der Prinz immer so eine Nebenrolle spielt, also in Dornröschen hat Prinz Philipp eigentlich mit die Hauptrolle. Cars 3 Evolution 2017 erschienen, daran erinnere ich mich auch noch. Der lief allerdings nicht mehr so gut wie die letzten Teile, obwohl, nee, die Säle waren am Wochenende immer super voll und ich hatte immer nur 10 Minuten Zeit zwischen den Filmen zu putzen. Es war immer super dreckig, doch daran erinnere ich mich noch. Ja, im Juni 2017 erschienen und bei uns im September. Ja, doch, das war richtig dreckig im Kino. Die Kids haben den geliebt. Habe ich auch nie gesehen. Könnt mir ja auch mal reinschreiben, ob ihr Cars-Fan seid. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, Cars ist nicht so mein Mega-Favorite. Aber ich würde mir, glaube ich, alle drei Teile nochmal hintereinander angucken. Eine Chance geben. Dann haben wir hier nochmal die Geschichte über Tigers großes Abenteuer von 2000. Ja, ist auch tatsächlich im selben Jahr bei uns erschienen, genauso wie in den USA. Ist ja einer der neueren Winnie-Pooh-Filme. Die anderen sind ja alle so ein bisschen aus den 50er, 60ern, 70ern und 80ern. Und den haben wir tatsächlich nicht vor langer Zeit geguckt. Und ich fand den sehr, sehr niedlich, wo Tigger auf der Suche nach seiner Familie ist und wo er herkommt und traurig ist. Und so ein bisschen Geschichte zwischen ihm und dem kleinen Känguru. Also sehr, sehr süß kann man sich. Wir gucken uns Winnie-Pooh-Geschichten immer an, wenn wir ja, irgendwas zum Einschlafen brauchen und irgendwie zur Ruhe kommen müssen. Gucken wir uns Winnie-Pooh an. Noch ein bisschen hier über den Bambi-Charakter, über Bambi selber. Die meisten denken ja immer, Bambi war ein Mädchen. Nein, Bambi ist immer noch ein Junge und ist verliebt in seine Freundin Feline. Ja, und dann hat er ja noch die Freunde Klopfer und Blume. Ja, das kommt wahrscheinlich, weil er einfach hier gezeichnet ist mit so Wimpern. Und deswegen denken alle immer, er ist ein Mädchen. Können wir ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr damals wusstet oder nicht wusstet, ob Bambi ein Junge oder ein Mädchen ist. Also tatsächlich hilft es manchmal, sich nochmal die Anleitung auch von den nächsten Heften anzugucken. Wenn man ja die vier Hefte gleich bekommt, ist sowieso immer gut, sich einmal anzugucken, was in den vier Heften so wirklich verbaut wird. Und da stand jetzt im Heft 49 wirklich drin, dass die runde Seite nach innen zum Zimmer innen guckt und die Außenseite die gerade Seite ist. Ja, das war nicht ersichtlich in Heft Nummer 48, was ich sehr schade finde, weil dann natürlich diese Information verloren geht und somit man das falsch kleben könnte. Und wenn man dann die nächste Ausgabe baut, sich wundert, warum das dann nicht passt. Dann muss man es irgendwie wieder abfummeln und ja. So, ich klebe jetzt auch nochmal rechts und links auf. Die kommen jetzt nämlich da in die Mitte und ich hoffe, die werden geklebt. Die Seite nach innen, also muss das auf diese Seite. Das muss jetzt da reinpassen. Boah, das wird schwierig. Also das da unter. Ach so, ja, dann geht das so. Guck an, doch alles halb so wild. Das ist da drüber, deswegen. Achso, das könnt ihr gar nicht sehen. Ja, das hier kam jetzt hier drunter. Das sieht man fast gar nicht. So. Ja. Und dann war das natürlich auch einfacher, erst die untere Seite einzusetzen und hier hinten dann in der Ecke abzuschließen. Ja, ja, das wird jetzt noch ein bisschen festgedrückt und dann kommt hier noch Nummer 2. Auch wieder hier unten einfach reinschieben und dann wird das hier aufgesetzt. Tada! Finish. Entschuldigung, dass es so wackelt. Dann geht's weiter mit Heft 50 und in Heft 50 haben wir weitere Leisten und damit ist dann die Baugruppe auch abgeschlossen und dann habe ich hier noch den kleinen Bär von dem Wohnzimmer von Mickey. Und eine Girlande, die auch noch an die Decke aufgehängt wird hier als letztes. Den kleinen Teddy zeige ich euch jetzt erstmal. Der ist schon sehr, sehr niedlich. Sehr süß. Genau, der kommt da auf die Couch nachher zu den ganzen Utensilien. Und hier sind die kleinen Sachen für die Girlande. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich die jetzt baue mit euch hier in diesem Heft oder ob ich die mir auch bewahre. Das muss ich mir nochmal überlegen. Weil im Endeffekt werde ich sie erst als allerletztes aufhängen. Ne? Die kommt ja hier dann oben hin. Ja, genau. Also das wird in diesem Heft gebastelt. Wird auch eine ganz schöne Fummelarbeit, wenn ich mir das so angucke.
Dann haben wir hier die Geschichte von Pinocchio, 1940, ausgefeiltes Ambiente. Hier ist so ein bisschen hinter die Kulissen die Rede, wie was irgendwie einen Einfluss hatte. Hier steht irgendwie europäische Inspiration, bayerischer Einfluss, Kunst und Liebe zum Detail, ne? Das, wer Pinocchio nicht kennt. Ja, dann hier mit Jiminy Krille und die Kulissen unter Wasser und das Monster hier, der Walmonstro. Und die Special-Effekte war bestimmt nicht leicht damals, war ja alles gezeichnet, ne? Dann über den Charakter Dumbo hier. Dumbo und seine Familie, Dumbo und seine Freunde. Dann haben wir nochmal eine Ariel-Charakter-Geschichte. Wie alt ist sie? Und ihre Freunde und Charakter. Ja. Dann nochmal über Pongo von 101 Dalmatiner. Auch ein Film, den ich sehr, sehr mag. Also er hat so viel Liebe und Charakter und Detail. Also wirklich toll. Ja, weiter geht's mit Heft Nummer 50. In Heft Nummer 49 haben wir tatsächlich nur diese beiden Seitenteile hier gemacht. Mehr habe ich nicht. Oh, der Tisch wackelt. Sorry. Ja, ich habe jetzt hier diese beiden Seitenleisten. Die kommen jetzt einfach nur hier rein. Und das wird nachher die, glaube ich, die Schublade sein, wo man das dann schiebt, ne? Also die werden jetzt hier reingeklebt und fertig. Ja, das war dann auch das, was fertig ist. Ich glaube, mehr haben wir auch nicht. Das heißt, wir basteln eigentlich nur die Bücher und die Girlande noch. In Heft 51 ist jetzt hier der Rest drin. Einmal die ersten Teile für die Treppe. Die Treppe, die nach unten in den Keller führt. Und wir haben hier dann das Bücherregal aus Die Schöne und das Biest. Und wir werden Bücher basteln zusammen. Also diese Ausgaben sind sehr bastellastig, weil wir werden hier sozusagen ein bisschen kreativ und vor uns hin basteln. Also wir basteln nicht so viel im Haus, sondern wir basteln mehr in diesen Ausgaben ein bisschen mehr kleinere Dinge. Hier ist nochmal ein ganzer Bericht über die Bücher des Biest. Diese Bibliothek in dem Film ist ja inspiriert an einer Bibliothek, die es wirklich gibt. Kann sein, dass die in Prag oder so existiert. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich müsste mich nochmal reinlesen. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen falsch liege, aber es gibt auf jeden Fall eine berühmte Bibliothek, die dem inspiriert ist. Ja, dann hier so ein bisschen über die Geschichte und wie es dazu kommt, dass ihr diese Bücherei von ihm geschenkt bekommt. Ja, dann nochmal ein bisschen über Dornröschen und die Kulissen dahinter, über die Charaktere hier. Auch nochmal über den Prinz Philipp, wie ich eben schon sagte, ne? Hier steht ein Name für den Prinzen. Von den Prinzen in den drei Märchen, welche die Disney Studios verfilmten, erhielt nur Prinz Philipp einen Namen. In Cinderella wurde der Thronfolger im englischen Original als Prince Charming bezeichnet, während er in Schneewittchen einfach nur Prinz heißt. Im Gegensatz zu ihnen, die lediglich namenlose, kaum wahrnehmbare Nebendarsteller sind, nimmt Philipp in der Handlung eine vollwertige Rolle ein. Ja. Das stimmt wirklich. Und ich liebe, also von den Prinzen kann ich euch sagen, ist Prinz Philipp mein Lieblingsprinz. Ja, neben Aladdin, wenn man Aladdin als Prinz bezeichnen möchte. Genau, hier nochmal ein bisschen über die Charaktere, über die Handlanger, die Tiere des Waldes und die drei Feen. Also ist einfach, also ich habe den lange nicht mehr gesehen gehabt und ich habe vergessen, wie schön ich ihn eigentlich finde, ne? Hier nochmal ein bisschen über die Charaktere von Merida, ne? Dass die alle so ein bisschen auch inspiriert sind an die Highlands. Und ich finde ja auch die hier, die Böse, die sieht so ein bisschen aus wie eine aus den Ghibli-Filmen. Sehr ähnlich. Ja, hier nochmal so ein paar Lords. Schon sehr, sehr witzig. Genau, was erwartet uns dann? Dann erwartet uns die Treppe der Eiskönigin in der Halle. Hier nochmal so ein paar Sachen aus der Küche und Küchenregale. Und dann geht es damit weiter. Ja, ich würde mal sagen, wir legen los.
So, ich starte mit den Büchern. Es tut mir leid, wenn es jetzt schon so ein bisschen dunkel ist. Ich habe hier Licht und alles aufgestellt. Ihr müsst damit leben. Es wird Winter. Es wird dunkel. Ja, wir brauchen für die Bücher auf jeden Fall ein gutes Messer. Ich habe mir hier mal die Anleitung rausgenommen. Wir müssen die gleich noch mit Bleistift bemalen, damit sich die Schnittkanten besser funktionieren und auch man das nicht schief schneidet. Weil wir haben hier einmal die Einbände, ja. Und hier kleine. Also... Und sorry, wenn ihr irgendwas auf meinen Arm seht. Mich haben die Mücken gestochen dieses Jahr. Obwohl ich eigentlich so nicht der Mückentyp bin. Aber gut, anderes Thema. Anyways, so. Also wir haben einmal kleine Bücher und Großbücher. Na, also wir haben hier, also das hier sind die kleinen Bücher. Die hier. Die werden nur so mit zwei in der Mitte. Na, also jede Platte ein Buchsheet. So. So, die packen wir erstmal beiseite. Es wird jetzt ganz Menge geschnitten und geklebt. Zumindest habe ich hier die kleinen Girlanden fertig gemacht. Ja, sind ganz nice, ne? Die kommen dann in die Kiste und die lösen sich schon wieder. Dieser Sticker hält nicht. Ob ich die wirklich ins Haus klebe, weiß ich auch noch nicht. So, also dann haben wir hier die großen Einbände, sind einmal blau und einmal rot. Das sind die dicken Einbände, da kommen drei so eine Teile rein. Die werden gleich aufeinander geklebt. Ich zeige euch das aber im Speed, sonst ist es zu langweilig. Die ganzen Bücher zu kleben, wird für euch echt lang werden. Also die muss man gut schneiden und das muss man gut schneiden. Und ich mache jetzt so das erste mit euch zusammen, damit ihr euch das in etwa vorstellen könnt. Ich brauche jetzt als allererstes mal meinen Bleistift. Ich bin schon wieder so mega unvorbereitet. Wir brauchen einen richtig guten Cutter. Richtig schön guten, scharfen Cutter, kann ich euch empfehlen. Bei Aldi habe ich letztens so ein richtiges Set gekauft. Perfekt. Ich muss mir echt nochmal so eine kleine Toolbox hier hinstellen, weil ich merke auch immer wieder jetzt für die Miniverse-Kugeln brauche ich dringend auch nochmal ein paar Utensilien, so wie Zahnstocher und Pinzette und sowas. Alles ist alles gut zu haben. Ein gutes Metalllineal. Ja. Wo immer noch mein Washi-Tape in der Mitte klebt. Ja. Und das wird jetzt einfach, ihr malt jetzt laut Anleitung halt euch diese Linien auf, damit es einfacher ist, es gerade zu schneiden. Und jetzt malen wir hier sozusagen mit dem Lineal gerade Striche und ja, machen wir das erste jetzt ein bisschen zusammen. So. Und das macht ihr dann halt bei allen den Einbänden. Und so, okay. That's it. Die letzte seht ihr, habe ich sogar schief aufgemalt. Die muss ich gleich nochmal gerade schneiden. Ja, das werde ich jetzt aber nicht radieren oder so. Und dann haben wir natürlich die Bücher. Da habt ihr hier an den Enden, wenn ihr die habt, überall diese gedruckten Sachen, wo man entlang schneidet. Ne? Und hinten ist Kleber drauf, das heißt, der klebt von selber. Wenn das nicht klebt, könnt ihr immer noch Papierkleber nehmen. Ich werde meinen Papierkleber nehmen. Man kann aber auch Holzleim nehmen, aber ja, eigentlich ist es auch fast dasselbe. Holzleim oder Papierleim, das ist ziemlich identisch. So, und jetzt schneide ich mir hier mit dem Cutter. Zum Glück gerade, boah, super neues, scharfes Messer. So, man hat gleich wieder ein bisschen schief geschnitten. Ja, ich habe schon mal schief geschnitten. Wow, es ist wirklich dicke Pappe. Ich dachte, ich wäre schon durch. Ja, schön anlegen, aber Vorsicht mit den Fingern. Na, also immer vorsichtig mit den Fingern bei sowas. Wenn ihr euch nicht sicher seid, lasst es von jemandem machen, der sicher kann. Ich bin jetzt, wie gesagt, ein bisschen geübt. Also das ist jetzt nicht gerade. Was war vielleicht auch schon nicht gerade von Anfang an. So, und dann schneidet ihr das hier jetzt nochmal. Da ist ja schon ein Loch drin. Das ist auf jeden Fall eine Fummelarbeit. Es wird eine Fummelarbeit. Ich glaube, wenn man keinen Bock drauf hat, kann man natürlich auch eine Schere nehmen. Mit einer guten Schere. Oh, weil das fällt jetzt mir hier... Das ist natürlich jetzt... Kinder, macht das nicht nach hier. Ohne Lineal. Wenn man das nicht gut festhalten kann hier, dann ist natürlich auch echt blöd. Boah, das ist echt schwierig. Alter, vielleicht nehme ich doch nochmal mein anderes Messer. Obwohl das super scharf ist.
Schneidet mir das jetzt aber irgendwie nicht präzise genug. Also vielleicht auch, ich habe ja noch so eine Skalpellklinge, die ist allerdings ein bisschen dreckig. Ja. Wenn ihr jetzt hier so unschöne Kanten habt, da sagen die, ihr könnt hier euer Schleifpapier nehmen, was dabei war mal. Ich glaube, ich muss irgendwann mal neues kaufen, denn das ist jetzt hier echt noch so ein Mini-Rest. Und man kann auch die Pappe hier so ein bisschen gerade schleifen, ne? Aufpassen, dass mein Nagellack nicht mit abschleife. Ja, und dann kann man das Buch so ein bisschen gerade machen. Ach, es tut mir leid, wenn es wackelt, aber irgendwie wackelt immer der ganze Tisch, wenn ich hier irgendwas mache. So. Aber das könnt ihr auch nachträglich noch machen, wenn ihr diese drei Teile hier jetzt aufeinander geklebt habt. Na, die werden jetzt aufeinander geklebt. Und da kommt dann der Einband rum. Das machen wir jetzt zusammen. So, und dann wird das gleiche mit den Büchern gemacht. Wir schneiden hier an dieser Kante vorsichtig entlang. So, und hier nochmal von Strich zu Strich. So. Und dann, ja, schneiden wir natürlich, also das geht natürlich easy going hier, weil das Messer ist scharf und das ist jetzt nur ganz kleines Papier. Ich meine, wenn das jetzt nicht perfekt wird, ne? Es kommt in dieses kleine Bücherregal und dann sieht man das nicht mehr. Ich brauche auf jeden Fall noch mein Falzbein. Sowas wäre auch immer nicht schlecht, wenn ihr keins habt, nehmt irgendwas Stumpfes, womit ihr ein bisschen falzen könnt. Und dann kann man nämlich hier das Einband so ein bisschen vorsichtig, ohne ihn kaputt zu machen, entlangfahren. So. Ansonsten kriegt ihr sowas im Schreibwarengeschäft auch echt schon für 1 Euro, für 2 Euro. So, wird das hier vorsichtig geknickt. Man kann das auch vorsichtig vorher knicken, aber ja, so. Mal ein bisschen mit den Nägeln hinterher, das ist immer ganz praktisch. So, jetzt habe ich ein Buch Rücken fertig. Wie genau? Keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach ganz vorsichtig hier so ein bisschen Papierkleber erstmal drauf. Also ihr könnt auch Holzleim nehmen, aber ich nehme jetzt meinen guten Stampin' Up Tombow. Naja, ist ja nicht Stampin' Up, ist Tombow. Tombow Papierkleber, das Beste auf dem Markt, was es gibt. Wenn ihr Papierkleber wollt, nehmt den Liquid Glue Multi. Ja. Na, kann ich euch super empfehlen. Habt ihr aber Bock, dass ich ja so ein bisschen, wenn jetzt in den Heften nicht so viel zu tun ist, dass ich vielleicht euch mal ein bisschen erzähle, was ihr so an Tools im Miniaturbastelbereich so haben solltet. Ups, jetzt habe ich natürlich ein bisschen zu da gedrückt, ist mir auseinandergeflogen. Ja, also das wird jetzt hier sehr langwierig werden, glaube ich. Ich warte, bis der Papierkleber ein bisschen getrocknet ist. Dafür habe ich diese schönen Zangen aus dem Baumarkt. Davon werde ich mir auch noch mal ein paar mehr holen. Die sind nämlich echt praktisch. Und dann kann man die so ein bisschen hier erstmal zusammenkleben. Das Büchlein. Also wie gesagt, da kann ich euch gerne mal ein Video machen zu den ganzen Tools, was man so für so ein Miniaturhausprojekt oder allgemein so ein Miniature-Projekt braucht. Ich habe ja noch so ein paar Sachen im Petto, so kleine DIY-Sachen, Häuschen und alles Mögliche möchte ich ja mit euch nochmal basteln, wenn das Haus auch durch ist. Habt ihr auf sowas auch mal Lust? Und dann, also, das ist jetzt hier mein kleiner Einband, so viel ich wie das verstanden habe. Das Ding haben wir jetzt zusammengeklebt. Öffne ich jetzt hier den Kleber vom Einband. Ey, das wird jetzt echt eine lange, lange Abend hier mit Fummelarbeit. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch fertigstelle. Ich weiß nicht, wie viele Bücher ich jetzt kleben und machen soll. Ich werde euch jetzt nicht bei allen mitnehmen, ganz ehrlich. Das Video wird dann 100 Jahre alt. 100 Jahre lang. Alt auch, aber auch 100 Jahre lang. So, es ist vollkommen wurscht, wie. Ja, es ist vollkommen wurscht, wie. Also ihr klebt diesen Band da drauf. Ich weiß auch nicht, ob ihr das überhaupt basteln wird oder nicht. Ich klebe jetzt hier diesen Einband auf. Dann klebe ich ihn hier hinten rum. Und ich klebe ihn wieder zu. Und wir haben ein kleines Buch gebastelt. Ist das nicht süß? Und meine Kamera funktioniert nicht. Die fokussiert nicht. Ja, ich
ist es nicht süß für mein kleines Buch? Ich weiß natürlich nicht, ob dieser Sticker jetzt irgendwie hält. Ich hoffe, weil von dieser Girlande, ganz ehrlich, die Girlande, da gehen schon wieder die Dinger auf. Hier, seht ihr das? Ich hasse diese Papierteile, ne? Es hält alles nicht in diesem Puppenhaus. Hier, hier. Muss ich mit Papierkleber gleich mal nachkleben. Das habe ich mir nämlich gedacht. Das klebt wieder nicht. Wie diese Bordüren und die Tapete auf dieser Sache. Alles muss man mit Papierkleber nachtragen. Also, der Test. Da kommt das kleine Buch dann rein. Ist es nicht cute? Ich finde das mega cute. Ja. Und jetzt erwarten mich noch mindestens 20 weitere Bücher. Also wie viele? So, ich freue mich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich habe jetzt fertiggestellt, habe ich auf jeden Fall ein paar kleine Extras gebastelt. Wir haben die Girlande für Mickys Wohnzimmer schon gebastelt. Dann haben wir Bücher gemacht für das Zimmer von Die Schöne und das Biest. Ja, da haben wir ganz viel Bücher oder ich habe ganz viel Bücher geschnitten und geklebt. Und ich habe diesen kleinen Rahmen hier, den habt ihr am Ende gesehen, eingesetzt. Und in diese Treppe, wo es runter zu Winnie Pooh geht. Ich hoffe, ihr könnt das sehen hier. Und das war ganz schön ätzend, kann ich euch sagen. Also wenn ich euch etwas sagen kann, was wirklich schwierig war in diesen Ausgaben, dann war das dieser kleine Mini-Frame. Ich glaube, die Tapete hat auch ein bisschen gelitten in der Ecke, also vom Kleber und von allem. Und ich musste es nachher am Ende reinhämmern, weil es einfach nicht passen wollte. Erstens ist dieser ganze kleine Rahmen ständig auseinandergebrochen. Der Kleber wollte einfach nicht halten. Manchmal ist das so, wenn dieses Holz so mit diesem Holzlack überzogen ist, dann greift kein Kleber und dann hält das einfach nicht. Also habe ich alles angeschliffen und tausendmal verklebt, aber selbst dann wollte der Holzkleber oder auch der Sekundenkleber einfach nicht greifen. Ja, am Ende habe ich noch das Loch ein bisschen geschliffen. Hier muss ich die Schublade unbedingt nochmal sauber machen, bevor die nachher eingesetzt wird. Ja. Man sieht es auch, er ist an jeder Ecke so ein bisschen gebrochen und angeschliffen, aber nachher kommt hier ja die Treppe von Frozen drüber und dann sieht man das Ding auch nicht mehr und dann ist es eh egal. Also das ist ja die Kellertreppe, da kommt nachher die Kellertreppe rein sozusagen, kommt hier noch ein Geländer hin und dann so what? Sieht kein Mensch, dass ich da rumgeschliffen habe und dass da der Lack ein bisschen abgegangen ist. Es ist ein Vintage-Haus. Also ich glaube, jeder hat ja irgendwo seine Tücken und Tricks und ich weiß nicht, Macken mit dem Haus. Also ich glaube, kein Haus ist perfekt. Also ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so Probleme mit diesem Rahmen hattet zum Keller hin oder ob es bestimmte Dinge gab, mit denen ihr Probleme hattet. Auch vielleicht Dinge, die kaputt gegangen sind, die ihr nochmal nachordern musst. Ihr könnt ja jederzeit Hachette anschreiben und sagen, hey, aus Ausgabe so und so ist mir kaputt gegangen oder es ist nicht richtig gekommen, schickt mir bitte Neues. Also das machen die und es ist überhaupt kein Problem.
Ja, der neueste Karton ist auch schon wieder gekommen. Er ist riesig. Wir kriegen jetzt Dachsachen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Also ich muss unbedingt dran. Mal einen kurzen Schwenk. Da ist der neue Karton. Ihr seht, wie groß der ist. Ach, das ist der Wahnsinn. Ja, ich muss jetzt einfach weitermachen und euch wirklich jede Woche zwei Videos fertig machen, damit wir auf Stand sind. Ja, so. Das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch bei diesen Sachen mitzuschauen, wieder dabei zu sein. Wir haben ein paar Kleinigkeiten gebastelt zusammen und ja, es war ein bisschen entspannend, sag ich jetzt mal. Ich mag ganz gerne so Kleinigkeiten basteln und machen und tun und es macht mir ganz viel Spaß, auch diese Bücher basteln, die einige sehr anstrengend fanden. Ja, es hat mir nachher auch an den Fingern weh vom Schneiden, aber ich habe nachher mit der Schere geschnitten und dann ging das auch und aber ich mag sowas ganz gern. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. So, und jetzt sage ich euch Tschüss. Wir sehen uns im nächsten Puppenhaus-Video. Hier könnt ihr gerne noch weiterhin reinschalten für ein anderes Video oder für das letzte, wenn ihr es nicht gesehen habt. Und hinterlasst mir, wie gesagt, gerne, wie weit ihr seid und womit ihr so Probleme hattet. Das würde mich sehr interessieren. Und wenn ihr eben noch nicht so weit seid, dann hoffe ich, dass mein Video euch ein bisschen geholfen hat, ja, euer Haus noch ein bisschen perfekter zu machen. Also, ich sage euch bis dahin. Bye, bye und au revoir. Thank you.